Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Servicezeit Steuern. Es geht heute um steuerliche Gestaltungshinweise zum Jahreswechsel und wir sind wieder zu Gast in der Kanzlei Noack und Weißbrot in der Schulstraße in der Hoyerswerda Altstadt und in gewohnter Weise neben mir Steuerberater Peter Hoffmann. Herr Hoffmann, die Zuschauer sollten rechtzeitig zum Jahresende einige Punkte mal überprüfen bzw. Anträge stellen, damit ihnen gegebenenfalls nichts verloren geht. Gibt es denn speziell zum Jahresende 2012 Fristen, die man beachten sollte? Arbeitnehmer, die ihre Steuererklärung für das Jahr 2008 noch nicht abgegeben haben, hier aber Erstattung vielleicht erwarten, sollten dies schleunigst bis Jahresende durchgeführt haben, weil ansonsten hier die Verjährungsfrist einsetzt. Auch beim Finanzamt die zu beantragende Arbeitnehmersparzulage für die vermögenswirksamen Leistungen endet mit dem Jahres 2012 für das Jahr 2008. Ähnlich ist es mit der Wohnungsbauprämie bei den Bausparkassen, hier allerdings für das Jahr 2010. Hier laufen unterschiedliche Fristen. Bei den Unternehmern gibt es auch für das Jahr 2008 für diejenigen oder wenigen Unternehmer, die vielleicht noch die Investitionszulage bekommen können. Auch hier läuft es im Prinzip zum Jahresende aus für das Kalenderjahr 2008. Auch Unternehmer, die das steuerliche Gestaltungsmittel des Investitionsabzugsbetrages für das Jahr 2009 gewählt haben und hier noch nicht alle notwendigen Investitionen zum Jahresende 2012 durchgeführt haben, hier gilt ja der Investitionszeitraum von 3 Jahren, sollten überprüfen, ob da hier noch was möglich ist, weil ansonsten das Kalenderjahr 2008 nochmal aufgerollt wird. Und auch die Baudienstleister sollten überprüfen, ob die Freistellungsbescheinigung für die Bauabzugssteuer eventuell zum Jahresende ausläuft. Auch hier sollte dann gegebenenfalls die Verlängerung beantragt werden. Können denn Arbeitnehmer selbst Maßnahmen ergreifen, um ihre Steuerlast zu mindern? Ja, das können Sie tun, indem Sie zum Beispiel, wenn im Jahr 2012 relativ hohe Einkünfte erwirtschaftet worden sind, die im Jahr 2013 vielleicht so nicht kommen, weil vielleicht Arbeitslohn gesenkt wird oder wie auch immer man vielleicht auch arbeitslos wird, sollten vielleicht sehen, dass Sie Ausgaben werbungskostentechnischer Art vorziehen können. Jeder Arbeitnehmer bekommt zwar 1.000 € Werbungskosten und wenn man aber zum Beispiel Kosten über 2 Jahre verteilt von mehr als 1.000 € tatsächlich hat, sollte man vielleicht sehen, inwieweit das immer möglich ist, ist schwierig, Ausgaben vielleicht auf ein Jahr zu verlagern, damit man hier die 1.000 € Werbungskosten übersteigt, denn nur dann lassen sich hinsichtlich der Werbungskosten Steuern einsparen. Was können denn Unternehmer tun, um die Steuern zu senken? Für die Unternehmer gibt es natürlich mehr Möglichkeiten. Hier hat der Gesetzgeber vielerlei Möglichkeiten geschaffen. Auch hier macht es eigentlich nur Sinn oder grundsätzlich ist es günstig, Gewinne in das Folgejahr immer zu verlagern, weil man hier einen entsprechenden Zinsspareffekt hat, weil die Steuern ja erst später fällig werden. Es macht aber keinen Sinn, Gewinne ins nächste Jahr zu verschieben, wenn das Einkommen im Jahr 2013 natürlich höher sein sollte. Das ist dann klar. Aber einzelne Maßnahmen sind zum Beispiel die Investitionen in geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 150 €, die werden sowieso sofort abgeschrieben, oder aber auch bis zu 410 €, wo die Möglichkeit des Sofortabzuges besteht oder eventuell die Poolabschreibung mit den anderen Wirtschaftsgütern in Anspruch genommen werden kann. Aber auch höherwertige Wirtschaftsgüter können bei Bedarf angeschafft werden. Hier kann zwar nur zeitanteilig die Abschreibung in Anspruch genommen werden, aber es lassen sich unter Einhaltung der gewissen Größenmerkmale auch noch Sonderabschreibungen von bis zu 20% im Jahr der Anschaffung geltend machen. Auch für zukünftige Investitionen können geplant, oder es ist der Zeitraum 3 Jahre bis Ende 2015 maßgebend, 40% der zukünftigen Anschaffungskosten schon steuermindernd im Jahr 2012 berücksichtigt werden. Es können diverse Ausgaben eventuell vorgezogen werden, zum Beispiel größere Reparaturen. Bei den Einnahmeüberschussrechnern kann man zum Beispiel die Rechnungen erst relativ spät zum Jahresende an die Kunden verschicken, sodass die Geldeingänge vielleicht erst im Jahr 2013 realisiert werden können. Ja, das sind so verschiedene Maßnahmen an dieser Stelle. Und zu guter Letzt gibt es denn noch Hinweise auf Maßnahmen, die alle Steuerzahler betreffen? Ja, alle Steuerzahler betreffen zum Beispiel die Handwerkerleistung für durchzuführende Renovierungsarbeiten etc. im privaten Wohnbereich.
Hier gibt es ja eine Steuerermäßigung von 20% der getätigten Aufwendungen. Sollten jetzt größere Maßnahmen zum Beispiel zum Jahresende hin noch stattfinden, sollte darauf geachtet werden, sofern diese 6.000 Euro brutto übersteigen, gemeint ist praktisch der Arbeitslohn inklusive Fahrtkosten und Umsatzsteuer, sollte vielleicht darauf geachtet werden, dass die Zahlung oder der Gesamtbetrag, sofern es mit dem Handwerker Dienstleister vereinbar ist, auf 2 Jahre zahlungstechnisch geteilt werden kann, weil dann hier optimal oder die höchstmöglichen Beträge ausgeschöpft werden können. Auch für Kapitalanleger möchte ich noch einen Hinweis geben, die sollten überprüfen, ob eventuell die Freistellungsaufträge richtig verteilt sind, sofern Anlagen auf mehreren Instituten verteilt sind. Auch bei den Ehegatten sollte dies überprüft werden, denn hier lassen sich die gemeinsamen Freibeträge unterschiedlich eben aufteilen. Ja, vielen Dank für diese nützlichen Tipps und liebe Zuschauer, in unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr, da wird es dann um Veränderungen im Steuerrecht im Jahr 2013 gehen. Also Sie sind herzlich eingeladen, dann wieder mit dabei zu sein.